der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und sind Erste, die werden die Letzten sein. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und meinen Namen, den neuen. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Ja.